Obwohl es in Silent Hill nie ein gutes Zeichen ist, draußen rumzurennen. Unser Herr Gesangsverein freut sich ebenfalls. Mein lieber Herr Storch. Haben wir einen Namen für ihn eigentlich schon? Für ihn, ja. Murphy. Okay. Einfach zu merken wie Murphy's Law. Eieiei, jetzt wird das jetzt so ein Survival-Durchsuchungsspiel, oder? So kann man es auch, ja. Würdest du dir gleich einrahmen, den Namen? Survival-Durchsuchungsspiel. Das klingt so ein bisschen wie, wie Drogenfahnder. Selbstabhängiger Drogenfahnder. Das ist ja Game. Der andere durchsucht, damit er selber seinen Stoff bekommt. Na gut, noch ein Erste-Hilfe-Package. Stapelt er... Ach, meine Güte! Stapelt er bestimmte Sachen oder kann man insgesamt nur eine bestimmte Menge mitnehmen? Nee, du kannst nur eine bestimmte Menge mitnehmen. Also Medikits sind begrenzt und Waffen siehst du ja auch. Eine Schlagwaffe, eine Handfeuerwaffe okay, und eine... Gilt übrigens nicht für zweihändige Handfeuerwaffen. Glaube ich. Okay. Meine Güte. Ja, echt. Wunderbar. Klamotten. Nice. Was ist das? Mhm. Schlüssel und eine Marke. Long time since I had real clothes. Da würde ich generell nichts draus trinken. Nein, grundsätzlich nicht. Das ist so die erste Regel bei Horrorspielen. Trinke nicht aus anderer Leute Refrigerators. Ja, ich habe eben ein bisschen Bammel hier, wie dieser Raum aussieht. Das sind Motels offenbar, wo wir gerade sind. Ich mag ja keine Motels. Ich finde die immer sehr gruselig, ehrlich gesagt. Und auch immer so eben ehrlich schläft auch. Nee, es war ist noch nie in einem, also. Nein, ich war schon mal in einem. Ist doch ein schläft bisschen... man eben ehrlich? Ja, es gibt halt meistens nicht mehrere Etagen, es ist alles bloß auf dem Boden. Ach so. Ja, gut. Ich dachte, du redest jetzt hier von Stockbetten oder sowas. Niemand schläft auf dem Boden. Uah! Da rappelt's aber im Busch. Geht's da schon jetzt? Nee, ist es dieses Tor? Das ist das Tor, was du, wo du vorhin von außen. Gut, kann ich ja zumindest jetzt öffnen, würde ich jetzt mal sagen. Mit dem Schlüssel. Aber ich will noch nicht durchgehen. Denn? Da gab's noch was da hinten. Was gab es da? Spuren im Sand zum Beispiel, die immer noch zum Automaten führen. Heilige Maria, Mutter Gottes. Ja, da sind die Spuren. Und der schwarze Mann verfolgt mich. Also ich meine jetzt nicht den Postboten von vorhin. Da gehen Kabel rein in den Raum hier. Das nehmen wir eben aufge... Ach, du meine Fresse. Bill Cosby verfolgt dich im Postkostüm. Ach du Scheiße. Was ist denn hier? Ach du meine Güte. Jetzt müssen wir alle flüstern. Macht keine unnötigen Bewegungen. Bist du jetzt Old Boy? Der bin ich. Der bin ich. Genau der. Aber der Automat ist schon mal richtig. Da haben wir ihn. Also ich habe die Kabel gesehen. Die Kabel führten nach draußen. Die sind mir schon aufgefallen, als ich reingegangen bin in den Raum. Und sie führen diese wunderbare, nette Anlage. Und wir wissen schon in Silent Hill 1. Wow! Fuck! Shit! Holy fuck! Stirb, du Drecksvieh! Block doch, du kleine Hure! Darf man das sagen? Gott, musst du... Wow! Wow, was passiert jetzt? Sie schreit! Nein! Gott! Lauf doch! Ah, warum hab ich dir... Hast du die Waffe jetzt weggeworfen? Ja! Weg! Warum tust du sowas? Ich weiß, ich komme mit der Steuerung nicht klar. Nein! Ich komme... Was ist denn das? Gott, erbarme!
Die! Verdammte! Blöde! Alter Schwede. Gott, muss ich die Waffe nachladen? Wenn nicht alles, ist die alle. Da ist nur ein Magazin drin. Krieg mir eine neue Waffe später oder was? Wenn du eine findest. Wirf die Waffe dann weg, wenn ich die auspacke? Ach Gott, das wusste ich doch nicht. Ich komme mit dem Block noch nicht so ganz klar. Das ist doch, glaube ich, nur Y, ne? Ja, aber er dreht sich auch weg, wenn ich das falsch mache. Du kannst die, glaube ich, auch aufloggen, aber... Indem ich halt ziele, habe ich ja gemerkt, aber das hat mir nicht so gut geklappt eben. Das kannst du ich war viel auch. Zu überwältigt eben, meine Fresse! Die ist mir ins Gesicht gesprungen mit ihrer... was auch immer. Gott! Jesus. Jesus, Maria, Jesus und Maria. Josef. Josef, ja. Meine das Güte. Was los, ne? Alter. Es war kein bisschen übertrieben in meiner Reaktion, Leute. Wirklich, ich hab... Warum ist meine Taschenlampe schon wieder aus? Wahrscheinlich hast du sie im wilden Gefecht weggeworfen. Wahrscheinlich. Nee, da hast du sie. Da ist sie. Aber du hast sie nicht an. Wie mache ich die an? Und die kannst du, glaube ich, wie mit Schießen an- und ausmachen, oder? Ah. Schieß mal, oder was? Ist doch nicht wahr. Ablegen, ich will nee, nicht ablegen. Nicht. Was habe ich denn da gemacht jetzt? Hm, warte mal, darf ich hier mal auf dein Pad ja, mit bitte, rumdrücken? Ja, bitte, drück mal mit drauf rum. Ja, mal drück, geh mal rot. Oh Gott, ey. Wie ruhig kommt. Also, ich glaube, die kannst du irgendwie... Wenn du die in die Hand nimmst, und dann kannst du damit was machen. Geh doch erstmal ins Licht, dann siehst du auch erstmal was. Warte mal. Vielleicht die Sticks reindrücken? Hast du vor Schreck vielleicht die Sticks reingedrückt hast? Die anderen? Ja, siehst du? Das ist der Minecraft-Effekt, wenn man dann plötzlich in die Außenkamera schaltet. Das passiert mir auch mal. Oh, ich hab dafür nichts. Doch, spiel mit. Ach ja, meine Güte, ich bin aber auch schlecht vom Begriff gerade. Oh, interessant. Das kann ich auf dem Jahrmarkt immer ganz toll. Echt, ja? So, hast du auch schon mal gespielt? Aktivieren. Ich hatte das früher als Holzspiel. Na, no, du warst ja soweit schon ganz einfach. Aber offenbar falsch. Ja, dann rot muss in rot, oder? Ja. Ich hab's auch noch nicht gespielt. Ich dachte, das wäre was, was ich kennen würde vom Jahrmarkt. Das kann ich auf dem Jahrmarkt ganz toll. Blub. Womit bewege ich das denn eigentlich? Mit dem Stick. Ja, aber was passiert bei der Maschine? Luft. Achso. Wird gepustet wahrscheinlich von links und rechts. Das wird wahrscheinlich ein ganz leichter Ball sein, oder? Mhm. Sowieso. Und das gab's doch mit Tischtennisbällen gab's das früher immer. Achso, so ist das. Da ist dann links und rechts fährt da so ein Luftstrahl damit hoch. Na gut. Der letzte. Schön übrigens, dass das Hintergrundbild von dem Spiel Jailbreak ist. Was eine Ironie. Wunderbar. Yes. Da haben wir unser Ticket bekommen. Aber ich muss dir übrigens nochmal Mut zusprechen. Ich habe haargenau, und wenn nicht noch schlimmer, bei dieser Szene reagiert wie du. Das war grauenerregend. Und ich hatte noch nicht mal den Teaser, dass da was kommt. Du hattest ja im Gebüsch noch dieses schwarzen, den schwarzen Schatten. Und warum hast du ihn nicht gehabt, den schwarzen Schatten? Weil ich da nicht hingeguckt habe. Achso. Hast du verpasst gehabt? Ich habe das verpasst, ja. Ja, siehst du. Und habe das Ding dann plötzlich auf den Schultern nur gespürt und habe, glaube ich, meinen ganzen Pad quer durch den Raum geworfen vor Schreck. Nachdem ich ja bei Zombie quasi alles Coole verpasst habe, kann ich zumindest jetzt hier ein bisschen was sehen. Mhm. Ich bin aber kein Freund von Jumpscares, nicht weil ich damit nicht umgehen kann. Es ist ja an sich kein Jumpscare, sondern die ist ja da, die kommt ja nur angerannt. So oh wie die beiden Gott. Damen jetzt. Oh Gott, immer mehr. Oh Gott. Leck mich. Oh Gott. Nein, nein. Oh Gott. Geh runter. Und jetzt lauf um dein Leben. Alter. Es war auch in Silent Hill 1 schon so, dass man nicht unbedingt gegen jeden Feind kämpfen musste. Was ich auch ganz gut finde. Es gibt hier tatsächlich einen Erfolg, der heißt Bekämpfe keinen Gegner. Ganzes Spiel lang? Ja. Oh Gott, ey.
Oder töte keinen Gegner, du darfst sie nicht töten. Umhauen darfst du sie, aber nicht töten. Und Tür zu ist immer gut für, genau. Mit der Kraft meiner Gedanken schloss sich die Tür. Ovis Cevo Karin. Jetzt kein Scheiß? Was? Keine Ahnung, was das also, okay. ist. Das habe ich mir gerade ausgedacht. Für eine Sekunde dachte ich, meine Güte, was für ein literarischer Hau den. Ach, hör auf. Langsam solltest du mich doch kennen. Das macht Mut. Und für alle, die jetzt zuschauen, ich kann euch sagen, es wird langsam warm auf der Couch. Ich weiß nicht, ob Cinemax so eine... Das bin ich, ich transpiriere gerade. Ich habe auch extra zwei extra T-Shirts mitgebracht. In weiser Voraussicht, wir würden eventuell Silent Hill spielen. Ja, ganz genau. Nee, er hat mich tatsächlich damit überrascht, du Fox. Heute mit der Idee, das stimmt, dass er mich etwas foltern möchte. Kam aber dazu, weil ich heute den Trailer gesehen habe von dem neuen Hideo Kojima und Guillermo del Toro. Und das schöne PT dazu. Ja. Genau. Und da habe ich mir auch wirklich kurz einen Streifen in die Buchse gesetzt. Und dachte, jetzt, das muss einfach nochmal gefeiert also, werden. Ganz ehrlich, das wird ein Best of Jumpscares hier. Ja, Best of Fuck You Cinematics, ganz ehrlich. Wir haben ja Licht jetzt. Das ist ja bei Silent Hill eigentlich eine Seltenheit. Das stimmt. Das ist mir auch aufgefallen, es ist ein sehr helles Silent Hill und trotzdem schafft es einem so ein bisschen Gänsehaut. Er hat jetzt gerade so ein bisschen Alan Wake Charakter. Mhm. Bleibt das jetzt erstmal so? Habe ich jetzt erstmal Licht für eine bestimmte Zeit? Ja. Das ist angenehm. Bleibt jetzt hier erstmal hell. Ja, ich finde das... In Anführungsstrichen. Ich finde grundsätzlich, dass Horror... Thematiken und so keine Dunkelheit brauchen. Nee, das stimmt. Das ist leider die einfachste Methode, um Grusel zu erzeugen, ist die Dunkelheit. Und ich finde, jedes Horrorgame sollte solch eine Glocke haben. Das ist wunderschön. Ding, ding, ding. Nee, nicht Mysterium, Karte. Und dann habe ich keine Karte. Ich wollte gerade sagen, du bist ja schon außerhalb dieses Devil's Pit. Gut, darum kann ich ja eh nicht durch. Jetzt kann ich auch nicht rennen zum Beispiel, weil wahrscheinlich einfach der Boden hier zu brüchig ist. Keine Ahnung. Ja, das ist richtig. Man kann nicht überall rennen, das stimmt, da hast du recht. Och, bitte. Oh Mann. Könnte noch Leichensäcke da oben sein. Ich kann nicht beruhigen. Nee, ich lass es. Das ist auch gemein, oder? Ich könnte nicht beruhigen, aber ich lass es. Fickt euch, Krähen, ganz ehrlich. Alter, ey, das ist doch hier. Ich muss sagen, ich bin kein Schisser. Ich kenne Unmengen an Horrorfilmen, an Horrorgames. Ich habe viel gespielt. Ich steigere mich einfach zu gerne rein. Ich bin schon jetzt sowas ein bisschen drin. Und wenn ihr mich für einen Schisser haltet, mir ist das wurscht. Ich habe meinen Spaß gerade. Ich hab dich trotzdem lieb. Meiner Meinung nach ist Mut ja nicht die Abwesenheit von Angst, sondern dass man die Angst überwindet. Wow. Obwohl. Und so. And stuff. Kaufen nichts? Wir kaufen nichts. Du hast mit den Kühlschränken, oder? Also, ja, aber was sind denn für scheiße Flaschen da drin? Verliere ich denn eine Waffe manchmal auch? Oder verschleißt die? Ich weiß doch nicht. Ja, tatsächlich. Sie verschleißen. Meiner Meinung nach, ja. Kann mich jetzt aber auch täuschen. Vielleicht verwechsel ich das gerade, aber ich glaube ja. Aber nein, diesmal spiele ich nicht. Schade, wir haben uns alle schon so drauf gefreut. Ich muss sagen, die Monster erinnern mich ganz überraschend stark an die wichtigsten Feinde in Deadly Premonition. Das ist ja auch so ein alte Kete-Game. Kann ich Sachen näher beleuchten, ja? Ja, du kannst vor allem auch Sachen anzünden dann. Na gut. Wenn es dann sein muss. Okay. Hast du so ein schönes... Lass du doch. Brauchst du doch Regel. Achso, das ist ein Brecheisen. Brauchst du da war viele Brecheisen in dieser Kiste. Hey, people, welcome back to WLMNF. Ich hab jetzt nur was anderes gerechnet eigentlich. Verstohlener Seitenblick und öffnen. Wollen Sie mich jetzt verarschen? Jetzt bist du wieder da, wo du warst. Aber du hast ein Brecheisen. Ja, ich mache natürlich auch die Tür auf, wo es dahinter knallt.
Aber Silent Hill lässt einen ja keine Entscheidung in dem Sinne. Entweder weiter hinein in die Hölle oder nicht. Oh, okay. Das ist nur eine Türlade. Aber das ist eine Ablenkung, du. Das ist auf jeden Fall eine Ablenkung. Jetzt kommt gleich irgendwas Schlimmes. Er macht immer die Tür nicht zu. Tür zu. Jetzt kommt der böse Windzug und... Er macht die Tür nicht zu, es geht jetzt ab. Die fällt zu dann. Ja. Blizzard. Oh Gott, oh Gott. Und ist auch sehr seltsam, dass hier ein DJ noch am Werk ist. Das ist Silent Hill, halt die Fresse. Leave Silent Hill alone! Und ich muss sagen, ich bin nach dem neuen Trailer noch echt am überlegen, ob ich mir das neue Silent Hill hole, weil das sah doch sehr heftig aus. Das ist wirklich was für harte Gemüter. Obwohl ich sehr großer Fan mittlerweile bin von den Silent Hill-Geschichten. Auch von den Filmen übrigens. Einer der wenigen Filmreihen, die sich auch an das Spiel gehalten haben. Ja, meiner Meinung nach ist absolut Silent Hill ist die beste Videospiel... Ich krieg das nicht zu, ist ja wurscht. Beste Videospielverfilmung, die ich kenne. Den zweiten fand ich ehrlich gesagt nicht so toll. Ach doch, also ich sehe die beide als... Ja doch, ich finde, ich sehe die als gemeinsames Werk. Also wo das eine aufhört, fängt das andere an. Das wollte ich doch nicht mitnehmen. Das ist schon okay. Broschüre. Aber ich bin auch keine Referenz zu Horrorfilmen, ne? Also da hast du schon ganz andere Schinken gesehen. Ganz genau. Ich gucke mir gerne Schinken an. Schinken. In allen Formen und Farben. Mit und ohne Fett. Und immer in meinen Augenwinkel erscheint dann irgendwas, was ich dann vielleicht mitnehmen könnte. Aber ich sehe es immer nicht so gut. So, wir sind an einem wunderschönen Ort namens Devil's Pit. Isn't that quite wonderful? It isn't. It fucking isn't. Meine Güte. Oh, hi. Pretty impressive, ain't it? Might not guess by looking at it, but this place used to be filled with all kinds of visitors. Moms and dads and little kids and... Yeah, it was a really nice place. I'm sorry. You are. Und wer zur Hölle bist du? Name's JP, and that, sir, is the Devil's Pit. 490 meters straight down to the blackest. Kann JP der Tourguide einfach bei mir bleiben? Deepest limestone sinkhole north of fascinating, but sorry. Something. Tried to kill me back there. You haven't seen anyone? I'm strange wandering around here, have you? First time visitor, huh? Ich glaube, wenn man einmal hier war, kommt man auch nicht mehr gerne her. Nee. Listen, if there's a quick way out of here, I'd steht doch ganz unten auf meiner Urlaubsliste. Sorry. Hotel Trivago. Don't get too many visitors these days. Right. Well, be seen. If you have your camera, take you to Hillside. Boy, I tell you, all the kids, they just love that little treasure. How about you show me? Ich liebe meine Bahn. Someplace. Alle lieben meine Bahn. Ich liebe Züge. Moment, wir reden doch mal meinen Penis, oder? Thanks for the tip. He's okay.